Bundesliga-Karpfen spielen könnten. Die Bochumer waren schon manchmal ziemlich nahe dran, aber dann kam kein Hecht heraus, bestenfalls ein Stichling. Und die Nürnberger, nun ja, die müssen wie eine Frankenforelle mit allem wedeln, was sie haben, um dem Abstiegssog zu entgehen. Karl-Heinz Fest war heute unser Beobachter in Bochum. Naja, also von Hechten konnte heute wirklich nicht die Rede sein vor knapp 15.000 Zuschauern. Die Bochumer in dunkler Kleidung von rechts nach links, immerhin auf Angriff bedacht, im Gegensatz zum Spiel am letzten Sonnabend in Leverkusen, wo sie ja nur verteidigt haben. Giske klärt hier zur Ecke. Giske, der die Aufgabe hatte, den Bochumer Nehl zu decken. Torhüter Köpke hat hier Mühe, aber solche Probleme kamen nicht häufig vor für den langen Torwart bei den Nürnbergern. Aber sie griffen an. Lamek mit 37 Jahren, der Senior in der Mannschaft, immer noch einer der Besten, auch heute. Man musste ja Thomas Kempe ersetzen wegen der vierten gelben Karte und seine spielerischen Elemente wurden vor allem vermisst. Freistoß für den VfL Bochum nach einem Foul von Andersen. Und nun schauen Sie sich an, was die Bochum aus einer solchen Chance machen. Auch das Kennzeichen für überhastetes Spiel. Rekers kommt hier zu spät, ein halbherziger Schuss. Und dann einer der wenigen Angriffe der Nürnberger, die man loben soll. Fehler von Wielert, dem Ersatz-Libero, Eckstein. Und da fehlte wirklich nur eine Handbreite. Im Übrigen aber, wie gesagt, die Bochumer vehement, ohne Linie, ohne Witz, ohne Verstand, ohne Übersicht, mit sehr viel blindem Eifer. Das sah dann so aus. Wegmann ist das. Mühe gaben sie sich alle, aber das Ergebnis war zumindest in der ersten Halbzeit kläglich. Giske, eine ruhige, souveräne Partie lieferte der Norweger, der ja aus Leverkusen nach Bochum kam. Hier bleibt er hängen. Und das sieht ganz gut aus. Nehl. Jupp Nehl, aber ein Schüsschen und Köpke hat mit solchen Dingen natürlich wenig Mühe. Nach wie vor 0 zu 0. Ja, der Abschlag war schwerer als die Parade. Giske, Zweikampf mit Nehl. Auch das ist nicht sehr elegant, aber es bringt immerhin einen Freistoß für den VfL Bochum. Mehr Interesse für die Spieler auf anderen Plätzen. Sie sehen es den Gesichtern der Zuschauer an. Köpke und Nehl stoßen da zusammen. Es gibt Freistoß für den 1. FC Nürnberg, weil Jupp Nehl sich wohl ein bisschen unfair eingesetzt. Das ist Rob Rekers, der Niederländer. Ein guter Abwehrspieler, aber für den Aufbau kann er auch nicht sehr viel tun. Man muss immer wieder sagen, es fehlte Kempe, der Mann, der Fäden ziehen kann, der Pässe schlagen kann. Kreh war das hier mit der letzten Möglichkeit vor dem Seitenwechsel. Enttäuschte Gesichter auf der Bochumer Bank. Schiedsrichter Werner, der bis dahin wenig Mühe mit dem Spiel hatte. Und in der zweiten Halbzeit kamen bei den Gastgebern mit Knäbel und Heinemann zwei junge begabte Stürmer für Wölk und Wielert. Und man hoffte jetzt auf eine Wende. Rekers. Das sah gut aus. Nehl, schön angenommen. Möglichkeit in der 48. Minute. Und weil das der bisher einzige erwähnenswerte Angriff war, zeigen wir es nochmal. Schön, wie Nehl den Ball unter Kontrolle bringt. Auch der Schuss kann sich sehen lassen, aber Köpke im richtigen Moment am Boden. Gutes Stellungsspiel, schnelle Reaktion. Wie gesagt, knapp 15.000 Zuschauer. Sie hofften jetzt natürlich auf besseres Bochum-Spiel. Und es gab ein paar sehenswerte Ansätze. Wieder Rekers, Nehl wieder. Also darf man natürlich nicht vertändeln. Giske, der Norweger, immer bei ihm, deckt ihn haargenau. Das war gerade mit der 16 Heinemann, einer der jungen Bochumer, ist übrigens noch Amateur. Und dann wechselte auch Heinz Höher. Er brachte Geier und Güttler, die beiden Gs, für Lieberwirt und Schwabel. Güttler übernahm nun, das ist Geier. Güttler übernahm den Libero-Posten und Reuter, der bis dahin gut gespielt hatte, hinten ging ins Mittelfeld, um vielleicht den Nürnberger Angriffen ein bisschen mehr Druck zu verleihen. Güttler läuft auf den Posten des Liberos. Dann hat Geier gleich eine große Möglichkeit.
die größte der Nürnberger bis dahin zum Weg. Die erste Ballberührung, zwei waren es insgesamt über 90 Minuten. Zum Weg, der ja aufgerückt ist in den Kader bei Franz Beckmann. Benatelli, das sind schon Szenen aus der Schlussphase in einem sehr enttäuschenden Spiel. Die Nürnberger haben den Ball in der 3 Minuten vor Schluss etwa und man sieht, sie haben auch nichts mehr vor. Sie haben 6 Mal bisher in Bochum verloren und wenn sie jetzt einen Punkt denn mitnehmen, dann sind sie zufrieden. Wagner, der Deckungsspieler, es tut sich nichts mehr, viele Zuschauer wandern schon ab. Ein halbherziger Nürnberger Angriff. Dann kommt Hans-Jürgen Brummer noch einmal an den Ball, riskiert einen Schuss und der geht ins Tor. 1:0 in der 88. Minute. Völlig überraschend, Hans-Jürgen Brummer, der glückliche Schütze dieses tollen Tores, muss man sagen. Ein Sonntagsschuss am Samstagnachmittag in Bochum. Vielleicht stand Zumdick bei dieser zweiten Prüfung zu weit vor dem Tor, stand an der 5-Meter-Linie. Was hilft's? 1:0 gewinnt der erste FC Nürnberg. Und was sie feierten, gleich sehen wir den Schlusspfiff. Was sie feierten, die überglücklichen Nürnberger, war nicht ein gutes Spiel, sondern sie feierten den Erfolg, den ebenfalls überglücklichen. Aber sie hatten in dieser Serie ja schon so oft Pech, dass man ihnen das Glück eigentlich gönnen sollte. Und damit zurück nach Köln zu Hans-Joachim Rauschenbach. Und hier wir immer noch weitere Anmerkungen.